Hey Leute und herzlich willkommen zur vorletzten Folge des RIP-Kalenders 2019. Heute haben wir kein Thema von euch mit dabei, sondern tatsächlich ein Thema von mir selbst. Und zwar will ich heute darüber reden, wie ich mir denn hier, ja, so die Zukunft des Kanals 2020 vorstelle, was ich ändern will. Und dann würde mich interessieren, als erstes, bevor ihr euch das jetzt anhört, was ist euer Feedback zum RIP-Kalender? Wie habt ihr den RIP-Kalender gefunden? Und was ist euer Feedback zu dem, was ich euch gleich erzählen werde? Darauf werde ich dann nämlich in der morgigen Folge eingehen. Morgen, die Folge kommt nicht um 5.30 Uhr am Heiligen Abend, sondern die kommt dann am Nachmittag. Denn da werde ich dann eben auf euer Feedback eingehen und das kann ich eben erst machen, nachdem ein bisschen Feedback da ist. Ne? So, genau. So viel dazu. Und jetzt werde ich euch eben kurz präsentieren, wie ich mir denn auf diesem Kanal, ja, das Ganze so vorstelle. Wie geht's 2020 weiter? Es wird, ja, auf jeden Fall interessant, denn, ja, wir haben ja derzeit einen ziemlichen Tiefpunkt auf dem Kanal und deshalb würde ich da gerne einige Änderungen vornehmen. Und da bin ich ja jetzt auch so langsam dabei, dass ich die mache, diese Änderungen. Und zwar unter anderem, ich will den Video-Output etwas zurückschrauben. Das liegt jetzt auch unter anderem daran, dass ich eben im Mai meine Matura habe, dass ich gerade im Abschlussjahr bin und dann ja langsam anfangen muss, ein bisschen zu lernen, auch immer nebenbei. Und nicht nur für die Tests, die man halt derzeit gerade hat, sondern eben auch für die Matura dann im Mai. Und das wird Zeit fressen und ich will wirklich mal vernünftig was machen. Weil sonst mache ich immer nur so, ja, das lernen, was halt noch gerade so geht und noch ein bisschen YouTube und noch ein bisschen das und das und das und das. Aber ich glaube, das könnte ein bisschen hardcore schief gehen, wenn es jetzt um die Matura geht. Deshalb will ich mein Video-Output jetzt zurückschrauben, wirklich eher auf ein Video pro Tag. Allerdings würde ich gerne ab und zu solche bearbeiteten Videos beibehalten, wie es eben jetzt beim RIP-Kalender war. Die waren nicht krass bearbeitet, aber ein bisschen halt. Und ich glaube, euch hat das ja doch auch gefallen, dass die ab und zu halt einfach ein bisschen bearbeitet waren. Ja, dadurch, dass ich natürlich dann nicht mehr jeden Tag irgendwie mehrere Videos habe, wird es auch nicht mehr jeden Tag Hauptprojekte geben. Ich habe es ja schon mal gesagt, Hauptprojekte würde ich gerne so ein bisschen weggehen von diesem Mainstream-Zeug und eher so Sachen bringen, die nicht jeder bringt. Das könnte natürlich auch extrem schief gehen, ja, das weiß ich. Und deshalb, oh Gott, was mache ich denn? Deshalb bin ich auch äußerst gespannt auf das erste Projekt, was ich 2019 starten will. 2020, was ich 2020 starten will. Denn das ist ein Projekt, was definitiv das Potenzial hat, abzugehen. Aber ihr müsst dafür auch, ja, Bereitschaft zeigen, ja. Es ist ein Spiel, was schon etwas älter ist, aber ich habe es damals in meiner Kindheit auf jeden Fall richtig hart gefeiert. Die Frage ist, ob ihr es auch als Videoprojekt irgendwie feiert. Und da bin ich halt auf eure Hilfe dann angewiesen. Das wird generell bei vielen neuen Projekten dann so sein, dass ich da auf eure Hilfe angewiesen bin. Denn ohne euch werden die Projekte nicht wirklich laufen, weil es nicht unbedingt irgendwelche Projekte sind, die Leute finden durch Suchen, weil es irgendwelche Hype-Games sind. Sowas versuche ich eher zu reduzieren und mich wirklich halt einfach ein bisschen abzuheben von der Masse durch solche Sachen. Ich weiß nicht, ob das nach hinten losgeht, vielleicht rudere ich auch ganz schnell dann 2020 zurück und sage, das ist nichts. Kann sein, aber dadurch, dass ich nicht mehr irgendwie, ja, daran gebunden bin, schneller zu sein als andere Let's Player, kann ich eben auch sagen, ja, okay, kommt heute mal kein Hauptprojekt, dafür kommt, ja, ein anderes Video. Ja, und da würde ich eben zum Beispiel sowas wie den RIP-Kalender würde ich indirekt gerne fortführen. Und zwar, neben Projekte würde ich mich eher so reduzieren auf, ja, so zwei Nebenprojekte, einmal halt Mario Kart, ne, Mario Kart News und dann als zweites Nebenprojekt immer so ein etwas größeres, zum Beispiel derzeit Mario Maker 2, das würde ich als etwas größeres Hauptprojekt sehen. Alles andere wird in ein Extra-Format gemoved, also da kommen auch, so wie es eben derzeit der RIP-Kalender ist, da würde ich gerne
so ein Random-Games-Format einführen, wo ich halt random irgendwelche Games bringe, die nicht zu einer fixen Serie gehören, sondern da kommt halt mal diese Woche eine Folge Splatoon oder vielleicht kommt dann in einer Woche mal eine Folge Splatoon und eine Folge Rocket League. Vielleicht kommen dann die Folge drauf, die Woche drauf, vielleicht kommt da mal nur ein Video von den Random Games. Vielleicht, keine Ahnung, nehme ich random mal eine Runde auf, wenn ich mit Chrissy Fortnite spiele. Oder wir spielen mal wieder Splatoon gemeinsam und ich kündige das auf Discord an und dann nehme ich das auf für Random Games. Und so weiter und so fort. Also, ich würde gerne so ein Format einführen, wo ich sozusagen einfach irgendwelche Spiele spielen kann, die, ja, eben zum Beispiel keine festen Serien mehr haben, wie zum Beispiel Splatoon. War ja mal eine feste Serie auf dem Kanal, aber inzwischen halt nicht mehr. Und dann würde ich gerne eben immer dieses Spiel, zum Beispiel Mario Maker, wenn ich irgendwann Mario Maker 2 als festes Projekt auf dem Kanal beende, rutscht es halt in die Random Games rein. Es kommt zwar nicht mehr so aktiv, aber es kommt trotzdem ab und zu noch. Und ich habe dann halt keinen Zwang, dass ich die Projekte aktiv fortführe, weil in den Random Games geht es eben darum, dass die Games random kommen. Ja, da bin ich jetzt nicht irgendwie an irgendwelche Games gebunden, sondern nehme da einfach random irgendwas auf, worauf ich gerade Bock habe. Ja, sagt ja der Name. Was haltet ihr davon? Soll ich es auch so beibehalten, dass ich da ab und zu oder vielleicht sogar immer Fragen von euch beantworte? Weiß ich nicht, wie sieht's da aus? Habt ihr das gefeiert, wenn ich über so Themen rede? Soll ich das in Zukunft auch zum Beispiel in den Random Games dann in dem Format auch weiterhin ab und zu machen oder so? Das könnt ihr mir ja schreiben. Das ist halt mein Plan für ja, nächstes Jahr. Dass ich mich halt erstes Mal auf Spiele fokussiere, die nicht jeder spielt. Und des Weiteren eben auch, ja, solche Dinge machen, die halt nicht so einem festen Plan angehören, sondern etwas random sind, ja. Die etwas Überraschung mit sich bringen. Weil bei mir auf dem Kanal ist ja alles sehr stark durchgeplant und man weiß eigentlich immer, was bei mir auf dem Kanal kommt. Ja, wenn man meinen Kanal ein bisschen verfolgt, dürfte man relativ schnell immer raushaben, was bei mir, ja, in einer Woche immer so für Videos kommen. Es ist immer relativ gleich, die Abfolge. Also, ja, und das will ich halt ändern. Ich weiß nicht, es wird noch ein Real Talk Video folgen, wo ich generell noch einige Dinge bereden muss mit euch, was denn derzeit so los ist, weil derzeit auf dem Kanal stimmt ja so einiges nicht und das wird sich wahrscheinlich nicht so schnell so easy fixen lassen, aber ich werde es versuchen, ich werde mein Bestes geben und dazu werde ich höchstwahrscheinlich in den nächsten Tagen, geplant ist glaube ich derzeit am Freitag, ein Real Talk Video raushauen. Da würde ich euch bitten, dass ihr da ja wirklich euch das Video dann anschaut. Aber dazu dann eben mehr, wenn es erscheint, das Video. Das wären aber soweit meine Pläne für 2020. Weniger Videos, dafür auch ab und zu mal gecuttete Videos. Ja, ab und zu habe ich nichts dagegen, aber wenn es halt zu viele gecuttete Videos werden, dann nicht. Ich würde gerne diese Random Games, also diesen RIP-Kalender, die mehr oder weniger RIP-Kalender-Fortführung, würde ich gerne als, ja, mehr oder weniger gecuttetes Videoprojekt weiterführen. Genau. Aber wenn ihr jetzt natürlich sagt, ja, euch hat das Format vom RIP-Kalender hier jetzt so überhaupt nicht gefallen, dann, ja, könnt ihr mir gerne natürlich andere Vorschläge bringen. Aber, also dieses Random-Games-Format würde dann nicht jeden Tag in der Früh kommen, außer ihr wollt das, dass die Videos dann auch weiterhin jeden Tag in der Früh kommen. Ich meine natürlich nicht jeden Tag, sondern einfach so zwei, dreimal in der Woche, keine Ahnung, das muss ich dann erst schauen, aber nicht jeden Tag, nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Aber so wäre es zumindest nicht geplant. Das wären dann ganz normale Videos, die an einem Nachmittag oder so kommen. Ja, irgendwie sowas in der Art halt. Und ja, da müsst ihr mir dann helfen, die richtige Lösung für alles zu finden. Ja, also wie gesagt, vor allem Anfang 2020 werde ich stark angewiesen sein auf euch. Was ich jetzt natürlich noch nicht erwähnt habe, sind die Livestreams. Die Livestreams werden einfach weiterlaufen wie bisher auch. Allerdings, ja, nicht mit so festen Formaten, sondern ich werde eigentlich hauptsächlich nur noch diese, ja, Random-Streams machen, wo wir irgendwas machen. Random. Wo wir dann spontan entscheiden, was wir machen. Oder ich habe immer ein Spiel im Gepäck, was wir spielen. Und wenn ihr keinen Bock mehr drauf habt oder ich keinen Bock mehr drauf habe, dann spielen wir was anderes. Dann spielen wir noch eine Runde Splatoon oder eine Runde Mario Kart. Je nachdem, worauf ihr Bock habt, worauf ich Lust habe.
und ja, auch einfach da mehr in die Richtung random und nicht mehr alles so fest durchgeplant. Ja, genau. Also, was haltet ihr von der ganzen Sache? Das ist derzeit mein Plan für 2020. Es muss sich einiges ändern. Dazu, wie gesagt, auch noch im Real Talk Video dann am Freitag mehr. Ja, das Video ist jetzt etwas länger geworden, aber ist ja egal. Ihr schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns dann morgen am letzten Tag des RIP-Kalenders wieder. Und ja, nicht vergessen, das Video kommt nicht um 5.30 Uhr morgens, sondern eher am Nachmittag, wo ich dann eben auf euer Feedback eingehe, was ihr mir unter diese Folge hier schreibt. Alles klar, Leute, dann bis morgen und ciao.